BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz, zur letzten Pressekonferenz hier heute in La Manga, in unserem Trainingslager. Wir haben heute gleich zwei Spieler auf dem Podium, unsere polnische Fraktion mit Lukas Piszek und Jakub Laschikowski. Und ich würde vorschlagen, wir starten heute mal gleich mit Ihren Fragen. Thomas Hennecke vom Kicker Sportmagazin. Ich weiß nicht, ob die beiden ausgesucht worden sind, weil sie denselben Pass haben oder weil sie beide mit langen, schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen hatten. Fangen wir mit Kuba an. Kuba, du hast 10 Monate und ein paar Tage pausieren müssen, bis es wieder ernst wurde für dich. Wie schwer war das für dich? Es sah ja im Sommer schon mal so aus, als wenn es schneller ging, bis du dann wieder verletzt warst. Bist du ein geduldiger Mensch? Musste man dich bremsen bei der Reha? Erzähl mal bitte. Also natürlich war das für mich nicht leichte Zeit. Gott sei Dank, das ist schon alles hinter mir und kann ich schon richtig mit der Mannschaft trainieren. Und ist schon fast, der Trainingslager ist schon fast beendet, haben wir hier richtig schwer gearbeitet und ich hoffe, dass sind wir jetzt schon einen Schritt nach vorne gemacht und haben wir noch ein paar Tage bis erste Bundesligaspiel. Und werden wir bestimmt das Zeit noch nutzen. Und was habe ich gesagt? Das war ganz einer von den schwierigsten Momente in meiner Karriere bis jetzt. Und alles ist schon hinter mir. Das freue ich mich sehr. Fingerzeichen helfen ganz doll bei Fragen. Wer möchte die nächste Frage stellen? Thomas, beim Kuba weiter. Du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor Weihnachten schon 3 Einsätze gehabt. Anderlecht und 2-mal in der Bundesliga. Bist du schon wieder bei 100%? Falls nicht, was fehlt dir? Also jetzt natürlich die 3 Spiele, welche ich habe gespielt. Das war, damals habe ich in Berlin 60 Minuten gespielt und 2-mal ganz kurze Einsätze und jetzt habe ich schon ein paar richtige Training gemacht und sieht das so aus, dass ist schon alles fast 100%. Natürlich brauche ich noch ein bisschen Spielpraxis, aber das kommt auch jetzt mit dem Freundschaftsspiel. Gibt es weitere Fragen? Thorsten Langenbahn von Sport1. Kuba, du hast gerade gesagt, war einer der schwersten Momente deiner Karriere auch. Inwiefern ist denn 2015 für dich ein Neustart? Geht's komplett von vorne los? Also das Wichtigste ist, dass, was ich wünsche, mich natürlich in dieser 2015, das ist, dass ich gesund bin. Und um den Rest muss ich selber kämpfen und ich glaube, das wird so, dass ich werde gesund und Rest kommt alleine, weil wenn ich kämpfe, dann kann ich was gewinnen. Matthias Dersch von den Runde. Der Trainer hat euch, glaube ich, vor Weihnachten die Aufgabe mit in den Winterurlaub gegeben, die Hinrunde komplett zu vergessen, einmal auf den Löschenknopf zu drücken. Ist dir das gelungen in der kurzen Pause? Oder wie viel Ballast schleppt man noch mit um? Ja, wir wissen alle, dass wir in einer schwierigen Situation sind, aber wie du gesagt hast, Trainer hat uns vorgeschlagen, dass wir lassen das schon hinter uns. Das wird nicht einfach, aber wir versuchen jetzt in dieser Vorbereitung, das alles so gut vorbereiten, dass können wir gut starten in dieser Rückrunde und eine gute Serie machen und dann hoffen wir, dass wir so schnell wie möglich da runter rauskommen. Thomas Hennecke. Du hast nach deiner Hüftoperation auch lange gebraucht, wieder zu spielen und wieder fit zu werden, Leistung zu bringen. Warum ist das so schwer, wenn man lang raus war, monatelang nicht gespielt hat? Man kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt bin ich wieder der Alte. Was fehlt dann?
Ja, ich habe richtig lange Zeit gebraucht, dass ich wieder so 100% meine Leistung bringen kann, aber das ist unterschiedlich, jeder ist anderes und ich habe schon einmal diese Probleme gehabt in meiner Karriere, 2008 habe ich auch eine Hüftoperation gehabt. Das ist auch nicht ab sofort alles gut gelaufen bei Hertha. Damals habe ich auch ein Jahr gebraucht, wieder in gute Spur zu kommen. Und dann bin ich nach BVB gewechselt und da hat alles sehr gut gelaufen. Und dann nach so einer langen Verletzung man Zeit braucht, das ist, ich glaube, auch normal, weil wir sind nur auch Menschen, nicht Maschinen. Dirk Krampe von den Urlaub. Eine Frage an Lukas, musst du heute noch spezielle Übungen machen für deine Hüfte? Ja, ich versuche jedes Tag was für meine Hüfte zu machen, weil ich merke das auch sofort, wenn ich ein paar Tage nachlasse, dann wird wieder schmerzhaft. Also das ist nicht dramatisch, aber ich versuche jeden Tag zu arbeiten, Übung zu machen, dass alles gut bleibt. Anna van Eickels vom WDR. Eine Frage an euch beide, war eine lange Zeit, die ihr dann ausgefahren seid, wo es auch immer wieder Rückschläge gab. Wer steht euch denn in so einer Zeit bei? Wer hilft euch auch, die Geduld zu bewahren? Wo wollen wir zu anfangen? Ja, wir sind auch gut befreundet mit Kuba und versuchen selber uns auch unterstützen. Und in diesen schwierigen Zeiten, wir haben sehr oft auch gesprochen. Auch unsere Familie bestimmt hat uns sehr, sehr geholfen. Und das... Unsere Familie sind auch eng zusammen, das spielt auch eine Rolle, glaube ich. Also, Lukas, fast habe alles schon gesagt. Natürlich habe das auch die Jungs von der Mannschaft geholfen, die Physios und die Doc-Trainer habe ich und voll Unterstützung bekommen. Und ja, das war natürlich leicht, mit solchen Sachen umzugehen. Thomas Hennecke. Die polnische Nationalmannschaft hat einen neuen Kapitän. Wie weh hat dir das getan, dass du es nicht mehr bist? Will ich heute rennen nur um die BVB? Dankeschön. Bitte, Stefan Scholz, Sky Sport News. Ihr wart letztes Jahr Vierter, seid in die Rückrunde gestartet auf Platz 4. Jetzt seid ihr auf Platz 17. Wo seht ihr den größten Unterschied von letztem Jahr zu dieser Wintervorbereitung? Was ist der größte Unterschied für euch? 13 Plätze. Die größte Unterschied. Also, natürlich, das, was haben wir gesagt. Momentan sind wir nicht in guter Situation. Haben wir auch ein paar Probleme bis jetzt gehabt mit der Verletzung und mit dem Ergebnisse. Darum sieht das so aus, dass momentan sind wir hinten. Aber das, was haben wir gesagt und Trainer hat bestimmt Plan, welche wir müssen machen auf dem Plan. Wenn wir machen das 100%, das bestimmt wird das besser und jetzt müssen wir einfach schwer arbeiten und dann kommt das erste Spiel und da müssen wir sofort zeigen, dass wir weiter großes Potenzial in der Mannschaft haben und dass wir weiter so gut spielen kann, wie haben wir bis jetzt, bis letzte Saison gezeigt. Eiko Niede war von der Bild. Frage an beide. Der Trainer macht zum Teil auf dem Platz einen sehr energischen Eindruck. Habt ihr das Gefühl, dass er sich in diesem Jahr etwas geändert hat in der Trainingsarbeit? Ist er konzentrierter geworden? Ist es irgendwie der Ton auch ein bisschen anders geworden? Wie ist euer Eindruck von ihm? Also von meiner Seite, der arbeitet wie jedes Jahr. Also sehr engagiert und konzentriert und der hat immer von uns viel verlangt und wir versuchen das jetzt in dieser Vorbereitung, dass diese Einheiten, welche wir haben, nicht in diese Hinrunde gehabt, weil wir haben ja den dritten Tag gespielt und hier können wir endlich mal ein bisschen mehr Zeit verbringen mit taktischen Dingen, deswegen das ist auch, das gut uns tun uns gut und dann wie sagen wir alles gesagt. Ja.
Thomas Hennecke. Super, Sie haben eben mal nachgeguckt, du hast in der Vorrunde in allen Wettbewerben 7 Tore vorbereitet, aber noch 1 in der Bundesliga. Warum geht das international leichter? Weiß nicht. Ich glaube, bestimmt in der Bundesliga habe ich auch, konnte ein paar mehr Assists haben. Leider ist das nicht der Fall gewesen, aber ja, ich versuche immer das Gleiche, diese gute Pass zum Angreifer zu geben, und ab und zu gelingt das besser, mal schlechter. Aber wie gesagt, wir arbeiten daran, dass in dieser Rückrunde wird alles besser sein. Ich sehe im Moment doch, es gibt noch eine Frage. Wir krampen nochmal. Du hast in Berlin ja auch Abschiedskampf erlebt. Kann man die Situation irgendwie vergleichen? Wie war das damals in Berlin? Ist es vielleicht sogar eine Gefahr, dass wir alle glauben, dass eure Mannschaft jetzt hier in Dortmund viel zu gut ist für Abschiedskampf? Ja, wir müssen, ich glaube, von mich persönlich schon aufpassen, dass wir müssen klar im Kopf sein, dass wir stecken da tief und müssen schnell genug diese Serie zu starten, weil in Berlin haben wir auch die Rückrunde gut gespielt. Am Ende hat das leider nicht gereicht. Alle haben gesagt, dass das ist die beste Mannschaft, die abgestiegen hat oder sowas. Habe ich das immer noch im Kopf, und wir müssen aufpassen mit solchen Sachen, deswegen alle konzentriert bleiben und kämpfen für jeden Punkt auf dem Platz. Bitte schön. Noch eine Frage abseits vom Fußball. Heute Abend spielt die polnische Handballnationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Deutschland. Wie verfolgt ihr beide das und welche Chancen rechnet ihr euren Landsleuten aus? Da gibt es keine Chancen. Also, ich hoffe, dass natürlich Polen gewinnt, das Spiel kann, aber natürlich, das wird für beide Mannschaft schwer, weil beide Mannschaft hat gute Spieler, und ja, ich weiß nicht, ob wir dürfen das heute anzuschauen, weil es ist, glaube ich, um 17 Uhr das Spiel. Aber werden wir danach weisen, wer hat das Spiel heute gewonnen. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Vorteil, weil wir die letzte Spiele gegen Deutschland gewonnen haben, deswegen mental sind wir ein bisschen stärker. Wir werden beide Spieler heute Abend wieder aufbauen, das steht fest. Nach dieser Niederlage wünschen euch einen schönen Tag noch, danke fürs Interesse, und wir sehen uns morgen in Alicante wieder beim Spiel gegen Steaua Bukarest. Danke. Dankeschön. Danke. Um 11 Uhr.